Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Survival Games auf The Hive, heute mit der Map Survival Games Team Aftermath. Und wir sind noch in der Lobby, weil... Oh lol, der Lag. Weil ich euch zeigen wollte, dass man hier jetzt an der rechten Seite seine Stats sehen kann. Und ich bin gerade auf Hunnickel, deswegen sind die jetzt nicht so geil. Ich wollte mir die gerade nochmal angucken, ich mache mir hier Slash Records. Ich habe mir nämlich die selber schon gar nicht, also richtig lange schon nicht mehr angesehen. Ich habe fast 150 Wins auf dem Account, was eigentlich total unnötig ist, weil irgendwie, keine Ahnung... Eigentlich sollte ich die lieber auf meinem Main haben, weil es wäre irgendwie viel cooler, wenn ich alle Wins, die ich so insgesamt in SG hätte, auf meinem Main hätte. Weil dann hätte ich, glaube ich, auch so um die 800 bis 1000 Wins auf meinem Main-Account. Und das wäre natürlich viel cooler, als jetzt so halt ganz viele Accounts mit ein paar Wins. Aber ist ja auch egal, darum geht es nämlich gar nicht. Es geht nämlich heute eigentlich darum, dass ich ein neues Intro habe, beziehungsweise zwei neue Intros, und zwar von Nastype HD oder Nestype oder wie auch immer. Und zwar hat er mir ein Intro gemacht und ja, das war halt so, ich habe ihm halt so gesagt... Also, was man halt so sagt, wenn man ein Intro möchte, ne? Ich habe ihm gesagt, welche Musik, welche Farben und so weiter. Und dann hat er mir ein Intro geschickt. Und das ist das Grüne. Und zwar, das hat einfach andere Musik und eine andere Farbe, als ich es eigentlich wollte. Das war eigentlich ziemlich lustig. Aber ich fand es trotzdem halt geil. Und dann habe ich ihm aber gesagt, ja, also, das Intro ist schon geil, ne? Aber ich hätte gerne mal die Musik, die ich eigentlich wollte und die Farbe, die ich eigentlich wollte. Dann hat er mir netterweise nochmal ein neues Intro gemacht, halt mit der richtigen Farbe und der richtigen Musik. Und ja, dann ist das Rot dabei rausgekommen und ich finde ehrlich gesagt beide ziemlich nice, wenn ich ehrlich bin. Und ein Problem ist dabei jetzt nur, dass ich mich nicht wirklich entscheiden kann, welches ich nehmen soll, weil ich finde halt beide richtig gut. Und also ich wollte ja eigentlich ein rotes Intro haben mit der Musik, aber ich finde das Grüne irgendwie auch nicht so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Und deswegen, ja, keine Ahnung, könnt ihr mir auf jeden Fall mal schreiben, welches ihr... Wo ist denn hier bitte Feuer? Ach, leck mich doch. Ne, auf jeden Fall könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, welches ihr besser findet, beziehungsweise welches ihr sehen wollt, oder ob ihr halt überhaupt nur eins sehen wollt, weil ich könnte ja auch zum Beispiel beide immer nehmen, also immer abwechselnd oder halt mal das Rote, mal das Grüne und so weiter. Auf jeden Fall wäre es cool, wenn ihr mir da halt mal sagt, was ich da nehmen soll. Und ja, ansonsten würde ich auf jeden Fall euch empfehlen, bei seinem Kanal vorbeizuschauen, weil er ziemlich gute Intros macht. Er hat auch das Eric Plays G Intro gemacht und irgendwie habe ich hab keine Waffe. Und ja, naja, also auf jeden Fall bei ihm vorbeischauen, er hat richtig coole Ideen auch, finde ich, also, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall bei ihm vorbeischauen und ja, dann schreibt mir auf jeden Fall mal, welches ihr denn besser findet, weil, keine Ahnung, ich finde das Rot halt, es ist rot und es hat meine Musik, die ich wollte, aber das Grüne ist irgendwie auch richtig gut, also ich kann mich wirklich nicht entscheiden und ja, deswegen bin ich da für euch so ein bisschen angewiesen und ja, so, außerdem habe ich dann auch noch einen neuen Banner, beziehungsweise zwei neue Banner. Das habe ich auch noch nicht erwähnt. Und zwar habe ich da einmal einen Banner, der richtig nice gemacht ist. Und zwar ist das dieser Banner mit der goldenen Schrift. Oder, also, ja, nicht mit der goldenen Schrift, aber mit diesen goldenen, keine Ahnung, was es sein soll. Aber auf jeden Fall diesen, keine Ahnung, wie soll ich das nennen? Ich nenne es immer Designer-Banner, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass Designer immer so einen Banner haben, wo sie halt dann so ihren Namen oder ihr Logo da haben und dann mit richtig vielen Effekten und Partikeln und allem da drauf. Und den habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, dass dieser goldene halt ein bisschen, und zwar ist davon Aquil gemacht, oder Aquil, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, ich hab's nicht so mit dem Aussprechen. Aber auf jeden Fall ist der Link auch in der Beschreibung, er macht richtig gute Designs, also echt, die sind heftig. Und ja, deswegen auf jeden Fall auch nochmal bei dem vorbeischauen, weil, keine Ahnung, diesen Designbanner finde ich richtig unnormal gut. Vor allem diese Idee mit diesen Fäden oder, also mit diesen, keine Ahnung, was das sein soll, diese Dinger da halt. Finde ich richtig nice auf jeden Fall. Und ansonsten, oh fuck my life, ich habe einfach keine Waffe. Der Typ wird mich jetzt einmal die ganze Zeit, okay, doch nicht. Naja, so, und ja, auf jeden Fall bei dem auch vorbeischauen, wie gesagt, ich werde die alle verlinken in der Beschreibung. Und ansonsten habe ich auch noch einen neuen Banner bekommen, und zwar von meinem Lieblingsdesigner, nämlich Janina Artworks. Nee, Spaß, also, ich habe noch ein Design von dem Janni bekommen, oder, also Janni PvP, Citrix. Und ich glaube, der Designstil heißt Goodies Artworks oder so. Und, ach, da war das Feuer. Oh, okay. Ne, auf jeden Fall hat er mir auch einen Banner gemacht und den finde ich auch richtig geil. Das ist jetzt, also das ist dieser Banner mit den Rigs und, also, keine Ahnung, der rote halt, der ist auch ziemlich rot. Weil rot meine Lieblingsfarbe ist, sollte ich vielleicht nochmal erwähnen, so nebenbei. Aber auf jeden Fall hat er mir auch einen Banner gemacht und den finde ich auch richtig nice.
Und deswegen auf jeden Fall bei seinem Kanal, oder das ist gar nicht sein Kanal, das ist irgendwie, hat er den mit zwei Freunden, glaube ich. Oder mit drei Freunden, irgendwie so war das. Und auf jeden Fall bei dem auch nochmal richtig dringend vorbeischauen, weil ich den richtig gut finde. Vor allem, ich wusste gar nicht, dass er so gut im Design ist. Das hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. Also, ich wusste das schon länger, dass er gut im Design ist, aber davor wusste ich es halt nicht. Vor allem macht er das so richtig und nochmal gut. Und ja, der gefällt mir auch mega toll. Und deswegen, wie gesagt, auch nochmal bei dem vorbeischauen. Und ich habe ein Problem, ich habe nämlich keine Waffe, das ist lächerlich. Was ich noch sagen wollte, ist, dass ich mich zwischen den beiden Bannern auch nicht wirklich entscheiden kann. Beziehungsweise habe ich richtig viele Banner schon im Laufe der Zeit jetzt bekommen, die ich richtig gut finde. Und ich werde gleich versuchen, einen animierten Banner zu machen, wo man dann halt die einzelnen Banner immer sieht. Also, dass man zum Beispiel 4 Sekunden lang den von Janni sieht und dann 10 oder 5, nee, warte, was habe ich gesagt? Also, dass man halt 4 Sekunden lang den Banner von Janni sieht und dann genauso lange sieht man halt den Banner von Aquil und genauso lange dann halt auch die ganzen anderen Banner, die ich so cool finde. Weil es gehen ja jetzt auch animierte Banner irgendwie mit GIF und dann, keine Ahnung, kenne mich da noch nicht so aus, muss ich gleich mal gucken, wie ich das mache. Aber ich werde es auf jeden Fall probieren. Und ey, da sind Schwerter drin, geil. Läuft doch. Vor allem an die Kiste bin ich einfach nicht rangegangen, warum auch immer, da waren einfach Schwerter drin, ja geil. Ja, und da werde ich halt versuchen, so einen animierten Banner mit den Banner zu machen, die ich so habe, die ich richtig cool finde, weil ich weiß nicht, es sind so viele Banner, die richtig gut sind, die ich habe. Und dann ist es, glaube ich, auch, das kommt, glaube ich, ziemlich chillig, wenn sich die Banner immer so ändern. Also so von selber und ja, halt animiert und so. Und ich glaube, das wäre ganz cool, wenn ich das hinbekommen würde. Und ja, dann suche ich gleich irgendwie Tutorials oder so und schauen wir das an. Und wird dann wahrscheinlich irgendwas spielen dann auch. Und zwar kann ich... Ich weiß nicht, ob ich es euch spoilern soll. Ich spoiler mal noch nichts. Aber ihr könnt euch wahrscheinlich auf was richtig Nices freuen. Da ist ein Typ. Ist das zwei? Hier ist nur einer. Der hat, glaube ich, ein Steinschwert. Den kill ich den mal. Oh, er will Team. Okay, er hat doch nur ein Goldschwert. Die brauche ich eigentlich nicht. Ich brauche nichts von dem. Okay, dann lasse ich den mal in Ruhe. Nee, auf jeden Fall wird es wahrscheinlich bald etwas ziemlich Cooles geben. Und ich hoffe... Oder ich bin mir sicher, dass ihr das feiern werdet. Aber... Fliegt der Typ? Ist der Typ geflogen? X-Aboss auch mit Full Iron. Läuft. Der andere Typ greift ihn an. Wenn er ihn hittet, dann stoppe ich nochmal ab. Ich glaube, er trifft ihn nicht. Das Ding ist, ich habe einfach nur ein Steinschwert. Kein Steinschwert. Und. Oh. Okay, das war bad. Naja, auf jeden Fall könnt ihr euch darauf freuen. Und ich sollte vielleicht mal erwähnen, dass ich in letzter Zeit kaum Survival Games spiele, kaum Hive Survival Games, kaum MCCG, kaum irgendwas anderes Survival Games mäßiges. Ich spiele in letzter Zeit eigentlich ziemlich viel, richtig viel The Walls und Splagger Bones von Tim von so ein Scheiß. Und auf jeden Fall in The Walls bin ich krass gut geworden. Vor allem kenne ich die Maps jetzt auch und es bockt auch ziemlich. Und ja, also ich denke mal, da wird auf jeden Fall irgendwann mal was kommen, wenn ich mal Zeit habe, das hochzuladen, weil es dauert einfach so unnormal lange. Aber ja, deswegen bin ich ein bisschen rusty und es geht zumindest, weil zum Beispiel die Sachen aus den Kisten snacken, da bin ich jetzt auch nicht so krass drin, weil, okay, davon bräuchte ich nichts, außer den Apfel vielleicht. Weil das Ding ist einfach, dass ich es die ganze Zeit nicht mache. Und dann verlernt man das halt irgendwie, oder beziehungsweise wird langsam. Weil früher habe ich ja jeden Tag irgendwie, ja, ich sag mal, 3 Stunden SG gespielt und dann 2 noch irgendwie PvP an sich, so irgendwas. Aber jetzt spiele ich halt nur The Walls und da ist es halt mal die Hälfte an sich farmen. Wo man dann einfach nur farmen muss und ja, deswegen bin ich jetzt nicht mehr so krass in PvP. Aber von Taktik her und so bin ich jetzt schon ein bisschen besser. Da ist ein Team. Da ist ein Team da. Der hackt doch. Never hat er mich da getroffen. Ist das ein Dreier? Das ist nicht deren Ernst, oder? Ach, Leute. Das ist einer der Gründe, warum ich lieber The Wall spiele. Oh, Mann. Vor allem, ich habe gestern Abend auch 2 Runden gespielt. Also 2 SG-Runden gespielt. Nee, gar nicht, 3 waren das, glaube ich. Eine habe ich gewonnen. Aber auf jeden Fall habe ich 2 Runden verloren. Und das eine Mal war zum Beispiel ein Fünfer-Team. Das ist kein Chat, das ist ein Fünfer-Team einfach. Wobei einer relativ früh gestorben ist und dann habe ich noch einen getötet und war es halt nur noch ein Dreierteam, aber ja, die haben mich halt getötet, konnte ich auch nichts mehr machen. Und dann die Runde danach waren irgendwie, da war ein Hacker, den ich getötet habe und danach kam aber noch ein Hacker, der mich dann getötet hat. Und dann hatte ich irgendwie auch keinen Bock mehr, weil, ja, ich glaube, ich verstehe das, wenn man, es ist einfach unmöglich geworden zu gewinnen, für mich zumindest, weil, ja, einerseits spiele ich halt kaum und bin halt nicht so eingespielt immer. Da kommt ja jemand, hallo. Ja, das Ding ist einfach, ich weiß nicht, keine Ahnung, ist ziemlich schwierig geworden zu spielen, in Non-Premium-Runden zumindest, weil da gibt es einfach immer so viele arabische Fünfer-Teams und so. Vor allem, ich hatte das Gefühl, dass die Araber, also das ist jetzt nichts gegen Araber, ich mag Araber eigentlich, also ich habe auch ziemlich viele gute Araber-Freunde. Und ich kann sogar ein bisschen Arabisch, nur mal nebenbei.
Aber auf jeden Fall habe ich so das Gefühl, dass die Araber immer random teamen. Und dann ist es nämlich immer so, wenn fünf Araber in einer Runde sind, dann teamen die einfach alle und dann haben die einfach ein Fünfer-Team am Start. Und ich habe das Gefühl, dass es immer so ist. Und deswegen, ja, keine Ahnung, die andere Hälfte von den Arabern hackt dann noch. Und ja, es ist halt ziemlich schwierig zu spielen im Moment, beziehungsweise. Also es ist, ich sag's mal so, es ist eigentlich nicht so schwer zu spielen und zu gewinnen. Aber das Ding ist einfach. Das Ding ist einfach. Das Ding ist einfach. Das Ding ist einfach. Halt's Maul, du Missgeburt. Ist das ein Ehr? Los, team doch ruhig. Das ist mir doch egal. Oh Mann, Leute, guckt euch das an. Es ist ein Dreier-Team, oder? Es ist ein Dreier-Team. Weiß nicht, das sieht aus wie ein Dreier-Team. Ja, nee, auf jeden Fall hoffe ich, dass euch das Video so ansonsten soweit gefallen hat. Und ich habe ehrlich gesagt keinen Bock auf Survival Games im Moment. Sorry, aber ist halt so. Deswegen lade ich jetzt auch mal hoch, wenn ich verliere. Vor allem, ich habe gar keinen Kill gemacht in der Runde. Aber es wäre eh ein Dreier-Team gewesen, also dagegen hätte ich keine Chance gehabt. Und ja, es ist irgendwie lustig. Ich hatte gestern drei Runden gespielt. Eine hatte ich gewonnen. Zweite ich verloren wegen Teams. Also wegen Teams und Hacker. Und jetzt ist einfach hier direkt wieder ein Dreier-Team. Also, naja, es bockt im Moment nicht so. Sagen wir es mal so. Und naja, also wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt auf jeden Fall mal Hashtag Designs in die Kommentare. Ich habe halt Intros und Designs und sowas ganz viel drüber erzählt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren Video. Haut rein und ciao, ciao.